die Figuren zurück und herzlich willkommen zurück bei Christainment heute mit einer weiteren Review aus dem Masterverse-Universum, powered by STTS. Heute der allmächtige, der böse, fiese Hordak von der Wilden Horde. Hier die Filmation-Variante in weiß und blau. Eine Figur, die nicht so leicht zu bekommen ist, außer ihr geht auf den Link in der Videobeschreibung, da kriegt ihr ihn jetzt sofort, wenn ihr ihn haben wollt. Ja, der US-Hordak, Prince of Power, so rum, was ist denn da nicht richtig? The Ruthless Leader of the Evil Horde, US-Version. Kriegt man hierzu natürlich schwierig, aber ich kann euch endlich zeigen, Hordak in der Filmation-Farbvariante mit richtig coolem Zubehör. Auf der Seite natürlich auch ein kleines Artwork, hat er auch bestimmt bekommen. Aber das Beste ist natürlich die Rückseite. Guck euch mal das Artwork an. Mega gut, richtig geil. Da möchte man am liebsten die ganzen Boxen nur als auf die Rückseite hinstellen, damit man die geilen Artworks angucken kann. Aber was hier drin ist allein schon. Wir haben hier den Schusseffekt, wir haben eine Klauenhand, wir haben auswechselbare Hände, wir haben den normalen Arm, weil den Schussarm hat er ja dann. Wir haben ein neues Horde-Schild. Das gab es bei den Classics-Variante zum Beispiel, oh, ich sehe es gar nicht, bei den Horde-Troopern. Und wir haben eine weiße Armbrust schon geladen mit Fire, die ich sehr cool finde vom Effekt her. Aber wir gucken uns das jetzt mal direkt im Detail an. Masterverse, Princess of Power, Hordak, Wattending. Wir fangen mit dem Zubehör an. Den kleinsten zuerst. Wir haben hier zwei Wechselhände. Einmal eine rechte Hand mit etwas geöffneter. Dann eine linke Hand, wo ihr dann eine Waffe einstecken könntet. Dann haben wir hier eine Klauenhand. Die könnt ihr dann an seinen Roboterarm quasi andocken. Dann haben wir zum Austauschen, wenn ihr keinen Bock auf diesen Filmation-Kanonenarm habt, haben wir noch einen normalen Arm. Da ist auch schon eine Hand mit dran, eine geschlossene Faust, die wir natürlich dann auch austauschen können gegen diese böse Geste eines bösen Herrschers. Na komm her. So. So. Ich sage immer dazu, die Darth Vader Gedächtnishand, weil... Und hier habt ihr auch schon die Gelenke, Doppel-Ellbogengelenk. Ihr habt natürlich das hier mit der Hand drehbar und natürlich auch den Knick und das Schultergelenk, was ich euch nicht zeigen kann. Und ein Oberarm-Cut, der durch den Armreif oder Oberarmreif, die Schulter, etwas verdeckt wird. Dann haben wir eine sehr coole Armbrust. Mir gefällt das Design mit dieser Laserspitze dabei, das gefällt mir gut. Man kann sie zwar nicht spannen oder sonst irgendwas, sie ist halt nur da. Aber das Design finde ich cool. Das finde ich echt nice. Also da haben sie sich ein bisschen was überlegt, das finde ich sehr schön. Sehr gut umgesetzt. Dann etwas Neues, was Hordak eigentlich noch nicht hatte, bei den Figuren jedenfalls, ist das Schild, ein Horde-Schild, was er auch sehr gut tragen kann. Schön metallisch ein bisschen angehaucht, finde ich auch sehr schön geworden. Sehr schick. Und dann haben wir noch einen Effekt. Aber es ist eben für den Arm von Hordak. Und jetzt haben wir Hordak himself. Die Filmation-Variante, der blaue Hordak. Figur, die sehr begehrt ist, die auch sehr gesucht ist. Wie, denkt dran, ihr könnt über den Link könnt ihr die bestellen, wenn ihr das wollen würdet. Und, also das ist eine Figur, Hammer, die ist mega, es ist Hordak, ganz ehrlich, Hordak, Punkt, aus, Ende. Ihr könnt alles machen, ihr könnt natürlich den Kopf abnehmen, dann haben wir hier seinen Knochenpanzer vom Kopf, den könnt ihr runternehmen. Dann seht ihr hier, wie der Umhang festgemacht ist, ihr habt drei Pins, die natürlich hier hinten im Knochenpanzer versteckt sind. Ihr könnt auch die Rüstung abnehmen, hier sind die beiden bei den Rips. Das wäre so geil, wenn sie hier Red Rips gemacht hätten. Was ich aber sehr gut finde, was man nicht sofort sieht, die Rips sind frei. Also ihr seht jetzt hier, die sind nicht ausgefüllt, sondern die sind frei. Es sind wirklich, diesmal sind es Rippen. Nicht bemalt, nicht gefüllt, sondern einfach freie Rippen. Das finde ich auch sehr cooles Detail. So, ich mache jetzt mal hier den Kranz wieder drauf. Und den Kopf wieder drauf. Zack. Die Bewegungspunkte sind genauso wie bei allen anderen. Den haben wir schon gesehen, im Prinzip, und auf der anderen Seite. Schultergelenk haben wir auch, wir haben natürlich wieder Oberarmgelenk, wir haben Doppel-Ellbogengelenk, das ist ein bisschen so,
Ach, müssen ein bisschen anstrengen. Doppel-Ellbogengelenk. Bei dieser Hand bzw. bei diesem Arm können wir nicht drehen. Das ist fest. Aber wir können eben, wie gesagt, ein paar Add-ons dazusetzen. Zum Beispiel eben besagte Greifhand. Und jetzt kommt mein einziger Kritikpunkt an dieser Figur. Die Greifhand hat eine komplett andere Farbe als der Arm, was ich ein bisschen schade finde. Dieses Silber-Metallic hätte ich bei der Hand auch gerne gehabt. Es ist eine Kleinigkeit. Aber es ist so, ne, wenn man wollte, hätte man das machen können. Finde ich jedenfalls. Und ihr könnt natürlich dann auch den Schusseffekt draufstecken. Und dann kann er hier Rebellen jagen gehen. Oder wer auch immer gerade missgebaut hat. Wir waren noch nicht ganz fertig, genau. Durch die Rüstung, ihr habt zwar einen Balljoint. Ich muss das mal wegmachen, das stört mich gerade, das ist ein bisschen lang. Ihr habt zwar einen Balljoint, aber durch die Rüstung kommt das nicht so ganz zum Tragen. Hüfte, kein Thema. Wir können auch Spagat machen. Wir haben Oberschenkel-Cut. Wir haben Doppel-Kniegelenke. Wir haben einen Boot-Cut. Und die riesengroßen Füße könnt ihr natürlich auch biegewohnt bewegen. Vor, zurück und Swivel. Schaut euch mal die Füße an. Also, alleine die finde ich schon richtig gut geworden. Die sind richtig gut getroffen. Und eben der Stoffumhang. Da muss ich eben auch sagen, das ist wieder das Problem bei allen Stoffumhängen bei den Figuren. Die werden mit Tesastreifen, wie so einer Klebestreifen, in der Packung fixiert und haben nachdem natürlich erstmal eine andere Form. Die müsst ihr dann mit der Zeit in der Form bringen. Aber das sollte nicht das Problem sein. Hordak ist eine krasse Erscheinung. Also als Figur richtig gut umgesetzt. Ich habe jetzt mal hier den Arm rausgenommen und mache mal den Original, also den normalen Arm, nicht seinen Waffenarm. Und er kann natürlich auch die Waffe sehr gut benutzen mit der Hand. Oder auch natürlich auch mit der linken Hand. Das ist euch überlassen, was ihr am liebsten habt. Jetzt habe ich den Mantel abgemacht, aber das ist ja kein Ding. Schnell wieder raufsetzen. Und das ist dann der Meister der wilden Horde mit richtig viel Zubehör und geiler Optik. Princess of Power Masterverse. Hordak. Mega. Ja, es ist halt Hordak. Was willst du da großartig falsch machen? Nee, vergiss es. Matej schafft auch das. Aber in dieser Line eben nicht. Der ist richtig schick. Allein die Füße. Klingt komisch, ist aber so. Richtig cooles Sculpting. Ich finde auch den Mantel cool. Der fällt nicht ganz so schade wie bei den Mädels. Zum Beispiel wie bei She-Ra, bei Frosta, bei Shadow Weaver oder bei der Zauberin zum Beispiel. Hier geht es eigentlich. Und ich feiere diese neue Armbrust. Also mit diesem Schusseffekt drauf, ich finde die richtig gut gemacht. Also die Idee haben sie echt gut umgesetzt. Natürlich auch den Schussarm. Ich bin nicht so ein Freund vom Darstellen mit diesem Arm. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Und Fans der Filmation-Reihe, warum denn nicht? Kann man machen. Ist dabei. Mega viel Zubehör, richtig coole Figur. Was soll ich dazu sagen? Ich feiere den. Ich finde den echt klasse. Der bleibt auch bei mir. Also die Version bleibt auf jeden Fall bei mir. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Falls nicht, spult mal zum Anfang des Videos. Vielleicht findet ihr ihn ja, den ausgepackten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da, nach oben natürlich, und ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Denn es kommen noch jede Menge weitere Masters of Universe Figuren Reviews auf diesem Kanal. Auch die aktuellen Geschichten natürlich. Auch ein paar ältere noch dazu. Aber wir werden alles abdecken dank STTS. Und wenn ihr euch sagt, boah, den Hordak, den brauche ich, der fehlt mir noch unbedingt, geht unten in die Videobeschreibung, da ist der Link, da kommt ihr direkt zur Seite und zur Figur, da könnt ihr ihn euch direkt sichern. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, wie gesagt, lasst alles da, was ihr könnt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy, ihr Figurensuchtis.